und Gabriela Schwarz von der ÖVP ist die nächste Gesundheitssprecherin, die sich zu Wort meldet in dieser Budgetdebatte zum Thema Gesundheit. All die Anträge, die jetzt eingebracht werden, die gestern und vorgestern eingebracht wurden, die werden heute am Abend in der großen Budgetabstimmung mit abgestimmt. Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus, sehr verehrte Zuseherinnen und Zuseher. Zu Beginn einmal gleich eine Klarstellung gegenüber dem Herrn Kollegen Kanjak. Du hast gesagt, du würdest hier, wenn du hier sitzen würdest, würdest du nicht mehr so ruhig sein. Ich kann nur eines sagen, wir alle sind hier sehr froh, dass Rudolf Anschober hier sitzt als Minister. Das freut mich sehr, denn die Zusammenarbeit mit ihm ist äußerst konstruktiv, wie du ja auch in den Gesundheitsausschüssen mitbekommen hast, wo sehr wohl auch deine Anregungen und Ideen aufgenommen werden. Und auch wenn der Kollege Kucher meint, wir bedanken uns zu viel, ich denke mal, für gewisse Dinge kann man sich nicht zu oft bedanken, Philipp, sondern ich glaube, dass es notwendig ist, dass wir gerade in diesen Zeiten uns bei den Menschen bedanken, die dieses solidarische Gesundheitssystem aufrechterhalten, da stimmst du mir sicherlich zu. Und da kann man auch noch Danke sagen und nicht oft genug, nämlich all den Menschen, die in diesen vergangenen Wochen bewiesen haben, wie wertvoll unser Gesundheitssystem ist, wie solidarisch unser Gesundheitssystem ist. Da rede ich von der Ärzteschaft, sowohl im Niedergelassenen als auch im Spitalsbereich, da rede ich von allen in den Pflegeberufen. Da rede ich aber auch von den pflegenden Angehörigen, die da auch unheimlich viel übernommen haben, von den Rettungsorganisationen, Sozialversicherungen und so weiter. Und ich möchte heute am Tag der Frauengesundheit da besonders den Frauen danken, denn wir wissen, sehr viel in der Medizin ist weiblich. Auch die Frauen, die wahnsinnig viel in den Familien, auch als alleinerziehende Mütter, an Verantwortung übernehmen für ihre Familien, für ihre Kinder, gerade zum Beispiel, was das Thema Prävention betrifft. Und ja, es ist richtig, wir haben uns in den Verhandlungen zur Koalition sehr mit dem Thema Prävention auseinandergesetzt. Es beginnt mit Ernährung, geht über Bewegung. Und ich glaube schon, dass jeder und jeder Einzelne von uns da auch aufgefordert ist, in Eigenverantwortung etwas beizutragen. Nämlich nicht erst zum Arzt zu gehen, wenn es notwendig ist, sondern vielleicht durchaus einmal in Erwägung zu ziehen, eine Vorsorgeuntersuchung zu machen, den Lift zu nehmen anstatt, oder den Stiegen zu nehmen anstatt dem Lift, eine tägliche Bewegungseinheit. Es beginnt mit dem Kind und endet im Alter. Denn unser aller Ziel muss es sein, dass wir länger gesund alt werden. Ein weiteres Thema, das der Philipp Kucher angesprochen hat. Philipp, jetzt ist er gerade beschäftigt, aber es ist trotzdem wichtig. Da geht es um die psychische Gesundheit. Ja, du hast vollkommen recht. Wir werden versuchen, alle Berufsgruppen, die mit der psychischen Gesundheit zu tun haben, das geht von der Psychiatrie über die Psychologie, Psychotherapie. Wir wissen zum Beispiel, dass Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Mangelfach ist. Das gehört dringend behoben, dass wir die an einen Tisch bekommen. Denn wir wissen, es darf kein noch vor dem Sommer. Ja, ich lade dich herzlich ein, mit dabei zu sein. Eine erste Gesprächsrunde, wo es darum geht, wie können wir alle gemeinsam dieses Thema angehen. Wir brauchen selbstverständlich mehr kassenfinanzierte Therapieplätze, das wissen wir. Es darf auch kein Tabu sein, wenn man eine psychische Krankheit hat oder beeinträchtigt ist. Ich halte das für enorm wichtig. Und da bedarf es alle Berufsgruppen. Und da bedarf es auch unseres Zuspruchs und unserer Mitwirkung. Wie können wir das wirklich tauglich aufstellen, dass jeder und jede in Österreich, egal welches Alter, welches Einkommen, welches Geschlecht, zu der Betreuung und der Behandlung kommt, die ihm zusteht. Wie gesagt, du bist herzlich eingeladen, das mit uns gemeinsam zu machen. Wir alle, denn uns allen ist auch die psychische Gesundheit in Österreich ganz wichtig. Ich freue mich, dass der Minister sich da wirklich committed hat, dass er das mit uns gemeinsam möglichst zeitnah angehen wird. Vielen herzlichen Dank dafür und vielen herzlichen Dank schon auch jetzt für deine Mitarbeit. Dankeschön. Gabriela Schwarz war das, Gesundheitssprecherin der ÖVP.